Rhabarber, mein Lieblingsgemüse. Mach doch was damit, sagt Susanne. Susanne, das ist nur für dich und für alle anderen Rhabarber-Eis selbst gemacht. So, ihr Lieben, Rhabarber-Eis und das Ganze auch noch selbst gemacht bei den Temperaturen da draußen. Was gibt es Besseres? Was wir dazu brauchen, vollkommen klar, frischer Rhabarber. Ne? Was wir noch brauchen, ist unsere selbstgemachte Vanillesoße. Selbstgemachte Vanillesoße, wie war denn das nochmal? Da oben wird das Rezept jetzt gerade eingeblendet. Das ist im Prinzip der Grundstoff für jedes geile Eis. Frische Vanilleschote, ein bisschen Honig und dann haben wir hier noch so einen klaren Rhabarbersaft. Ich möchte euch mal heute den Hauptdarsteller vorstellen, und zwar unsere Eismaschine. Wir haben hier drinnen so einen kleinen Eimer, der ist jetzt schon richtig eingefroren. Guck mal, wie der dampft, so kalt ist der, minus 32 Grad. Der steht da so drinnen und in diesen Eimer stellen wir jetzt praktisch unseren Rührbesen so hinein. Dann haben wir natürlich noch einen Verschluss, der kommt da oben drauf. So, dieses kleine Teil ist unser Motor. Das wird jetzt hier so reingestellt. So, und wenn Carmen da mal so an der Seite reinfilmt, ich versuche das mal ein bisschen zu drehen, kannst du sehen, dass da sich was dreht? Es friert von außen nach innen und beim Frieren werden die Eiskristalle immer abgeschnitten. Die werden immer kurz gehalten und dadurch habt ihr am Ende ein super cremiges Eis. Wenn der Rhabarber jetzt gewaschen ist, trenne ich mich immer gerne von diesen hässlichen unteren Teilen. Die schneide ich ab. Aber ich schmeiße sie nicht weg. Die schneiden wir einfach mal eben klein. Die zerstören wir einfach nur. Und da kochen wir uns so einen ganz, ganz kleinen Mini-Fond, in dem wir nachher die anderen Stückchen dann dünsten werden. Für unser Rhabarber-Eis brauchen wir natürlich noch ein bisschen Vanilleschote. Honig wird karamellisiert. Unsere kleinen Stückchen Rhabarber hinein. Wir geben auch gleich unser Vanillemark hinzu. Aber auch die Vanilleschote. Angeschwitzter Rhabarber. Duftet schon lecker, oder? Das macht er natürlich nur eine gewisse Zeit mit, dann irgendwann kriegt er braune Füße. Deswegen kommt jetzt unser Rhabarbersaft ins Spiel. Ungefähr 0,2 Liter. Wir lassen das Ganze jetzt reduzieren. Das soll praktisch einkochen zu einer Art dicklichen Sirup. In der Zwischenzeit schneiden wir den Rhabarber in kleine Stückchen. Hier haben wir jetzt unser Rhabarbersaft mit den ausgekochten Stückchen und der Vanilleschote. Und das gießen wir jetzt einfach durch Sieb. Das hier, das wird einfach durchgestrichen. Wir geben nochmal Honig hinein, ungefähr dieselbe Menge. Dieses Eis, was vielleicht jetzt gleich viel zu süß erscheint, wird in jedem Fall nach dem Frieren deutlich weniger süß wirken. Das heißt, ihr könnt zu Anfang ruhig ein bisschen übertreiben. Das ist ein gutes Stückchen Rhabarber. Schwitzen wir jetzt ebenfalls an. Prächtig das doch aussieht. Finde ich jedenfalls. Ja, richtig gut. Und Fanning ist duft. Wenn wir das jetzt hier angeschwitzt haben, dann haben wir ja noch hier unseren prachtvollen Saft. Der kommt hier hinein. Hier diese kleinen Stückchen, die sollen zwar jetzt ein bisschen Wärme bekommen, dass sie gar werden, natürlich. Aber sie sollen jetzt bitte nicht verkochen, weil wir wollen sie hinterher in unserem Eis ja wiederfinden. Unsere Vanillesoße kommt jetzt hier in unseren kleinen Topf, wo das Ganze gefroren wird. Unser fertiger Rhabarberansatz, der Saft und diese Stückchen da einfach oben drauf. Jetzt kommt unser Paddel und den drücken wir jetzt unten genau ins Zentrum hinein. Das Ganze wird verschlossen. Da kommt jetzt unser Motor drauf. So, und ab geht die Luzi. Das Ganze wird jetzt automatisch miteinander verrührt. Jetzt friert das Ganze, braucht ein paar Minuten. Ich schätze mal ungefähr 15 Minuten. Man sieht, wie cremig es geworden ist und die Maschine hat zunehmend Mühe, es zu drehen. Ein guter Moment zu probieren. Wollen wir sie mal öffnen und darunter haben wir feinstes Speiseeis. So kleine Kügelchen mal da hineinzugeben. Ich glaube, zum Probieren drei dürften reichen. Was meinst du, Carmen? Darf sag, ich? Ja, jetzt bevor es schmilzt, komm, ja, sag mal was dazu. Schon so lange. Rhabarbereis. Erzähl mal was über die Konsistenz. Oh, Michael. Das schmeckt so lecker. Ja, glaubt doch jetzt schon wieder kein doch, Mensch. Doch, wir waren von einer Eisdiele. Dieses hier ist lecker. Ehrlich? Ja. Okay, und erzähl mal was über die Konsistenz. Der Rhabarber, mhm. Der ist noch voll bissfest, was ich okay. Jetzt richtig gut finde. Und der schmeckt auch wirklich richtig doll nach Rhabarber. Also natürlich.
Ja, genau. Kann man das so sagen? Und das Eis ist jetzt so, wie ich es am liebsten mag. Du schmatzt richtig. Wir haben viele weitere Geschichten. Schaut mal rein in unsere Playlist. Wir sind für euch da. Wir haben euch furchtbar lieb. Und wir sagen tschüss. Tschüss.